Hallo bei Feuer und Filme und jetzt gibt es die Kritik zu der zweiten Staffel The Expanse. Inhaltlich basierte die erste Staffel schon auf den Büchern von Daniel Abraham und Ty Frank und so wird es auch weiterhin fortgesetzt. In der zweiten Staffel, die nahtlos an die erste anschließt, werden die meisten Handlungsstränge auch, wie wir es erwarten, fortgesetzt. Es gibt ein, zwei neue, die hinzukommen, aber im Großen und Ganzen können wir uns auf die alten Gesichter freuen und die alten Geschichten und Storylines werden weiter fortgesetzt. Es ist eine Science-Fiction-Serie, die sich mit Intrigen und der Politik zwischen drei großen Machtblöcken beschäftigt. Nämlich der Erde, dem Mars und den Beltern, wie sie sich selber nennen. Und um all diese verschiedenen Gruppen, deren Ziele geht es in der Serie und in das Kreuzfeuer dieser Gruppen geraten immer wieder die Crew und die Besatzung der Rocinante, eines Raumschiffes, auf dem sozusagen unsere oder der Großteil unserer Protagonisten sich zusammenfinden und durch den Weltraum fliegen, um Abenteuer zu bestehen. Gleich vorneweg will ich sagen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Das hatte ich auch bei der ersten Staffel damals nicht und deswegen kann ich nicht genau sagen, was sich zu den Büchern verändert, was so ist, wie es bei der ersten Staffel war. Ich habe mich so ein bisschen umgehört und mitbekommen, dass die erste Staffel doch sehr nah an den Büchern oder einigermaßen nah an den Büchern gewesen sein soll. Ob das in der zweiten Staffel genauso ist, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Comments. Das heißt aber auch, ich habe keinerlei Vorstellung davon, wie in den Büchern bestimmte Charaktere porträtiert werden und ob deswegen die Art und Weise, wie es jetzt hier in der Serie gemacht wird, dem nahe kommt oder nicht. Ich bewerte die Serie also allein auf dem, wie ich diese Serie empfinde, unabhängig davon, wie sie zu den Büchern steht. Zunächst ist zu erwähnen, dass auch die zweite Staffel von The Expanse wieder unglaublich toll aussieht. Und was ich sehr positiv zu bemerken habe, ist, in der ersten Staffel hatte ich ein paar Mal als Kritik angemerkt, dass einige Sets ein bisschen unterdurchschnittlich wirkten, im Gegensatz zu dem Rest des Budgets und dem Rest der Sets, die sonst sehr, sehr toll und wahnsinnig faszinierend aussahen. Und dann gab es manche Sets auf Raumstationen unter anderem oder in bestimmten Apartments auf verschiedenen Raumstationen, die unheimlich billig auf mich wirkten. Das ist nicht mehr so in der zweiten Staffel jetzt. Rundum sieht es einfach wundervoll aus. Die Weltraumaufnahmen sind toll, das CGI, was benutzt wird, ist toll. Das sieht einfach alles ziemlich gut aus. Auch das Design ist toll und alles insgesamt sieht einfach für eine Science-Fiction-Serie wirklich, wirklich gut aus und fängt einen so auch in einer tollen Stimmung ein. Das Einzige, was ich so ein bisschen kritisch fand, war, ich will nicht zu viel spoilern, aber es gab einige Design-Choices für bestimmte Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal, die da auftreten, die auch mit CGI größtenteils gemacht wurden. Man sieht die nicht viel, aber das, was man sieht, hat mir persönlich nicht so gut gefallen, denke ich, könnte bestimmt besser aussehen, hätte man noch ein bisschen überarbeiten können. Auch die meisten Schauspieler gefallen mir sehr gut und machen eine gute Figur, passen sehr zu ihren Rollen und passen einfach sehr auch in dieses Universum hinein, geben sich Mühe und spielen einfach und es fühlt sich so an, als würden sie da reingehören. Besonders hervorheben möchte ich dabei Sheree Ashtag-Lu und Sean Doyle, die beide einen unheimlichen tollen Job machen und auf ihre Art und Weise sehr real und anfassbar wirken. Zumindest auf mich wirkten sie so und das hat für mich einfach toll funktioniert. Die waren in der ersten Staffel schon gut und haben jetzt hier in der zweiten Staffel nochmal eine große Schippe obendrauf gelegt, die sie für mich zu sehr echten und realistischen und greifbaren Charakteren macht. Allerdings muss ich sagen, dass es bei den Schauspielern auch Seiten gab, wo es mir nicht so gut gefallen hat. Zum Beispiel Stephen Strait. Er schaut immer so, als hätte er gerade gesehen, wie ein Welpe vor seinen Augen erschossen worden wäre. Und vielleicht ist das der Charakter oder passt das zu dem Charakter, aber nicht jede Line mindestens oder jede zweite Line mindestens muss geflüstert sein und bei ihm ist genau das Gefühl, was ich habe, dass so viel Energie da reingesteckt wird, zu zeigen, ja, das hier ist ein dunkler, brütender und über viele Probleme nachdenkender Charakter, dass es ein bisschen überzogen auf mich wirkte. Vielleicht funktioniert das für andere Leute viel, viel besser. Ich habe es ihm irgendwie in dem Zusammenhang nicht ganz so abgenommen. Was ich aber positiv anmerken muss, ist, dass die Rolle von Thomas Jane und die Art und Weise, wie er spielt, für mich viel besser funktioniert in der zweiten Staffel als in der ersten Staffel. In der ersten Staffel war das für mich teilweise ein bisschen schwierig und irgendwie war das nicht so ganz überzeugend. Das hat in der zweiten Staffel jetzt viel besser funktioniert und seine gesamte Geschichte und sein Story-Arc funktionieren für mich jetzt doch besser als noch in der ersten Staffel. Neben den Schauspielern, die insgesamt doch gut sind, abgesehen eben von diesen ein, zwei Kleinigkeiten, die vielleicht aber auch ganz persönlicher Natur sind, ist die Story und der Plot insgesamt auch wieder recht spannend gemacht
und lässt auf mehr hoffen. Und diese gesamte Verschwörungsgeschichten, die es da immer wieder gibt und die in der ersten Staffel auch schon ganz wichtig waren, werden noch weiter nach vorne gepusht. Und vor allen Dingen auch die politischen Probleme, also diese drei Blöcke, die sich im Grunde da immer mehr herausbilden, die Konflikte zwischen denen spitzen sich immer weiter zu. Und das finde ich persönlich sehr interessant, das funktioniert auch gut. Man bekommt auch die Sicht von diesen einzelnen Gruppen immer wieder recht deutlich vorgespielt. Das heißt, man sieht und versteht, woher die Antriebe kommen, bestimmte Dinge zu tun, warum die Leute handeln, wie sie handeln, wenn sie aus diesen verschiedenen Blocken kommen. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist, wir hatten in der ersten Staffel, gab es, ich glaube, zur Mitte hin war das, eine extrem coole und extrem große Raumschlacht. Es gibt auch hier wieder Raumschlachten, nicht so viele wie in der ersten Staffel, beziehungsweise vielleicht sogar mehr als in der ersten Staffel, aber nicht so große für mein Empfinden. Das fand ich ein bisschen schade, weil in der ersten Staffel hat mir die unheimlich gut gefallen. Die sah so gut aus und war so cool gemacht und gut inszeniert, dass ich darauf gehofft hatte, dass wir was Ähnliches jetzt hier in der zweiten Staffel bekommen. Und es gibt auch wieder Raumschiffszenen und auch Raumschlachtszenen im eigentlichen Sinne. Aber es ist gefühlt für mich alles ein bisschen kleiner und ein bisschen runtergefahren gewesen. Aber das ist auch okay. Wir werden sehen, was da noch kommt. Also alles in allem setzt die Serie ihre positiven Werte weiter fort und verliert einige von ihren negativen. Das ist genau das, was die zweite Staffel von der Serie für mich tun sollte. Und es tut diese Serie. Es gab insgesamt wenige Folgen, die mich gelangweilt hätten. Ich habe tatsächlich die Serie mehr oder weniger dann auch sehr schnell durchgeguckt und eine Folge nach der anderen geschaut und wollte immer gerne nach der letzten Folge die nächste schauen. Was ich mir vorstellen kann, was für einige Leute ein bisschen schwierig ist, ist, dass es tatsächlich immer mehr wird. Das heißt, wir haben einen immer größeres Netz an verschiedenen Storylines, die interessant sind und die aber auch viel Informationen brauchen, um sie wirklich zu verstehen. Um zu verstehen, warum diese Menschen da sind an dieser Stelle, braucht man die Informationen aus der vorherigen Staffel und man braucht die Informationen aus der jetzigen Staffel, um wirklich jede einzelne Storyline nachvollziehen zu können. Und das ist relativ viel Arbeit. Also es gibt sehr viele verschiedene Plotlines, denen man folgen muss eigentlich, die auch interessant sind, die teilweise auch konvergieren, aber die im Großen und Ganzen doch voneinander unabhängig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es für einige Leute ein bisschen störend ist, dass man immer wieder Charaktere hat, wo man sich fragt, ach Moment, wer war das und warum war der jetzt wichtig und welche Beziehung hat er zu diesen Charakteren und woher kennen die sich und wann haben die sich schon mal gesehen. Wenn es eine Schwäche für mich bei dieser Serie gibt, dann ist es im Grunde, dass wir die ganze Zeit mit einem gewissen Versprechen weitergelockt werden und dieses Versprechen wird nie ganz eingelöst. Damit meine ich, dass man im Grunde die ganze Zeit darauf hinarbeitet, dass es eine Eskalation gibt zwischen diesen drei Blöcken, beziehungsweise dass diese Eskalation auf irgendeine Art und Weise für längere Zeit verhindert wird. Und auch das wird noch nicht so richtig gelöst in der zweiten Staffel. Das ist aber auch okay auf der einen Seite, weil man braucht diese Tension und diese Tension ist, diese Spannung zwischen diesen drei Blöcken ist extrem wichtig für die Story und trägt unheimlich viel zu dieser Welt bei, die unheimlich toll etabliert wird und von der man auch immer wieder hier und da mal so kleine Zusatzinformationen kriegt, die auch wirklich toll sind und die Spaß machen und die diese Welt weiter aufbauen und zusammen herstellen. Aber wie gesagt, trotzdem ist es so ein bisschen das Gefühl, dass man immer mit was geködert wird, so, ja, das kommt jetzt und das wird riesig und spektakulär und es kommt aber noch nicht so ganz. Und mit diesen Worten wollen wir dann auch endlich zu der Wertung kommen. Ich gebe dieser Staffel wieder, genauso wie der Staffel davor, 8 von 10 Punkten. Ich finde, das ist eine großartige Serie. Es ist eine meiner derzeitigen Lieblings-Science-Fiction-Serien. Ich hoffe, sie wird noch viele, viele Staffeln weitergehen. Ich hoffe, sie wird auf diesem Niveau, auf dem wir jetzt gerade sind, bleiben. Ich hoffe, dass es sich so entwickelt wie mit vielen Dingen, die mir in der ersten Staffel noch nicht so gut gefallen haben, dass sie jetzt in der zweiten Staffel und in der dritten Staffel dann besser werden und mir auch wieder besser gefallen. 8 Punkte nur, in Anführungszeichen, eben aufgrund von ein, zwei Schauspielern, die mir nicht ganz so gut gefallen. Und insgesamt von der Staffel her, dass es so ein bisschen das Gefühl war, ich hätte mir noch mehr gewünscht. Ich hätte mir noch irgendwie was Spektakuläres da drin gewünscht, auch wenn es schon spektakuläre Sachen gibt. In der Staffel ist es eine ganz tolle Serie. Und natürlich, wenn euch unsere Kritiken gefallen und ihr noch mehr Kritiken wollt, dann liked, subscribed und schreibt uns auch Comments. Mich würde zum Beispiel jetzt auch wieder interessieren, wie verhält sich die zweite Staffel zu den Büchern? Das weiß ich nämlich nicht, weil ich die Bücher nicht gelesen habe. Schreibt es in die Comments, schreibt mir, was ihr von der Serie haltet. Auch was ihr von den Schauspielern haltet, ob ihr sagt, nee, die sind genauso, wie sie sein sollen. So habe ich sie mir immer vorgestellt. Oder ob ihr sagt, ja, da habe ich so meine Probleme mit. Wie gesagt, schreibt es in die Comments, ich würde mich freuen. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Binge-Watching von The Expanse. Auf Netflix ist die Serie zu haben. In diesem Sinne, macht es gut. Bis dann.